Moin Freunde, wie geht's euch? Morgen. Ja. Da ist aber immer gut drauf, ey. Ja. Normal. Normal, die Leute aus Oldenburg sind immer gut drauf. So sieht's aus. Außerdem will ich meinen Freund Dieter heute nicht enttäuschen. Das hoffe ich doch, weil... Aber wie? Okay. Ja, wir hören uns das mal an. Ich bin gespannt. Dankeschön. Gerade weil er ist ja der Fanclubleiter von Michael Jackson aus Europa. Singt ja jede Nummer von Michael. Also es ist Heimspiel. Für dich ist es das Heimspiel. Eigentlich ich bin ja. gespannt. Ne? Ja, alles klar. Viel Spaß. There comes a time when we hear a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We are the world, we are the children, we are the ones to make them brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making. We make a better day, just you and me. Well, send them your heart, so they know that someone cares, and their lives will be stronger and free. As God has shown us, by turning stone to bread, and so we all must lend a helping hand. We are the world, we are the children, we are the ones to make a brighter day, so let's start giving. There are situations we're making, we're saving our lives. It's true, we're making better day, just you and me. When you're down and out, the same look over it all. But if you just believe, there's no way we can fall. Let's realize, oh, that a change can only come when we stand together as one. That's the choice we're making. We're saving our lives. It's true, we're making better day, just you and me. Rafa, fresher Look. Siehst richtig gut aus heute. Dankeschön. Ja, Raphael, du hast mich nicht enttäuscht. Ich mag ja so raue Stimmen, total. Diese rauchige Stimme, diese Power, die du hast, die ist Wahnsinn, wirklich. Francesco, ich war sehr positiv überrascht. Deine Haltung, deine ganze Ausstrahlung war schon mal ein gutes Stück besser als letztes Mal. Gesanglich hättest du noch ein bisschen mehr Gefühle zeigen können, ein bisschen mehr noch gegen die Jungs ankommen, aber dafür hat sich sehr authentisch angehört. Francesco, wie soll ich dir sagen, wenn du gesungen hast, dann ging das. Aber wenn du da stehst, du bist wirklich, dein Kopf fällt einfach immer, immer auf den Boden. Ich habe mich richtig aufgeregt, weil du stehst da, als hätte dich irgendjemand bestraft. Also die meisten Erwartungen hatte ich bei dir, Francesco. Und ich fand dich den schlechtesten der Gruppe. Ich fand's okay, aber ich habe auch schiefe Töne gehört. Vor allem kein Gefühl. Bei Michael muss man doch sterben. Ja, Ramon, wir dürfen hier allen nicht vergessen, woher du kommst. Das ist ja gar nicht deine Musik. Das ist null deine Musik. Und dafür
Respekt, wirklich. Ich sehe das genauso wie mein Kollege, ja, mein Bro Pietro. Ja. Das ist ein Genre, in dem du sonst gar nicht singst. Deshalb meinen größten Respekt. Das war richtig, richtig, richtig toll. Okay, danke schön. Danke. Danke. Danke schön. Danke. Ciao, ciao. Es war natürlich nicht meine beste Performance, das weiß ich. Aber für mein Gefühl war sie besser wie das letzte, was ich das letzte Mal abgeliefert habe. Was sagt Schlagerfan Ramon? Ich hätte mit so einem guten Feedback auch nicht gerechnet, wenn ich ehrlich sein soll.